Hier! Wohin? Hier hinten! Ans Heck! So rock me, mother, like a wagon wheel. Rock me, mother, any way you feel. Hey, hey, mother, rock me. Wenn euch jemand fragt, habt ihr Bock, Irland zu bereisen? Mit einem Boot? Was sagt ihr dann? Dreimal dürft ihr raten, was wir gesagt haben. Der Film fängt schon mal richtig geil an. Heute, 6 Stunden später als geplant, fahren wir jetzt los nach Hamburg. Wir sind angekommen in Hamburg. Wir haben hier so was ganz Interessantes gefunden. Wir sind bei, wie heißt das nochmal? Cabin in the Woods. Wir sind nicht in the Woods, wir sind in the Hoods. Ah, genau, Cabin in the Hood. Okay, Alter. Das ist einfach unser Zimmer, Alter. Was versteht man? Maximal klein, ist einfach nur ein Bett. Das ist nur ein Bett, das ist wirklich nur ein Bett. Aber ja, ich meine, also mehr brauchen wir jetzt auch nicht, weil wir gehen jetzt pennen. Und dann geht's um 6 Uhr wieder raus. Ach, kann ich auch so. Ich habe so. Es ist schon 12:30. Wir müssen um 6 schon wieder los zum Flieger. Boah. Lass mal Zähne putzen. Jetzt habe ich meine Schuhe ausgezogen. Hä, hey, Dingi, Alter. Scheiße. Du musst sie anziehen oder gehst einfach auf Socken. Hallo, komm. Haben wir dich kaputt gemacht? Komm, Zähne putzen muss noch sein. Hier. Yes, für das Soundsystem, da sind so Boxen. Hey. Richtig so eine Partybox, Alter. Alter, wir haben ein Partybett. Ja, wir haben es auch mal rausgefunden, wofür diese Leiter hier ist, um sich festzuhalten, weil das ist die Treppe hier. Wir haben unser ganzes Zeug raufgelegt, um da reinzukommen. Ah. Leute, wir haben 5 Stunden gepennt und jetzt geht's los zum Flieger. Halleluja. Freust du dich? Ich hoffe, ich werde nicht seekrank. Ich liebe das Gefühl zu fliegen. Wir sind hier oben irgendwo und die Welt wird immer kleiner und kleiner. Und es ist nicht mal der Wechsel der Perspektive, sondern auch irgendwie die Tatsache, dass es erst seit ein bisschen mehr wie 100 Jahren machbar ist. Es erinnert mich daran, egal was die Leute sagen, wie unrealistisch oder aufwendig etwas ist, dass trotzdem fast alles möglich ist. Wir sind Menschen und wir sind einfach irgendwo hoch oben in den Wolken. Einige Leute werden dabei nervös, andere Leute finden das sehr beruhigend. Dreimal dürft ihr raten, wer direkt nach 2 Sekunden angefangen hat, richtig tief zu schlafen. Ich bin einmal vom Start bis zur Landung gar nicht durchgepennt. So hart am Sack. Ich weiß nicht, was das ist, aber die Flieger, ich penne einfach ein, sobald das Ding anfängt zu rütteln und los. Alter, ich kann auch, wenn so Turbulenzen sind, kann ich richtig gut einschlafen, aber. Ja, nee, ich sack sofort weg, das ist so schlimm. Also, als ob mir jemand so eine Schlaftablette irgendwie meinen Kaffee heute Morgen reingemacht hat. Wir wurden von unserem Driver Paul abgeholt, der uns zum Bootsverleih gebracht hat. Da haben wir eine Einweisung bekommen. Unser Proviant und eine Karte. Und ab jetzt heißt es Rico Becker und das Boot. Das ist unser kleiner Cruiser hier, ganz schön riesig. Hier oben haben wir die Kapitänskajüte und ihr wisst nicht, was gerade passiert ist. Ich habe erstmal direkt mein Handy verloren. Wir sind seit 1,5 Stunden im Land und mein Handy ist einfach direkt weg. Ich hoffe, wir können jetzt unseren Fahrer nochmal erreichen. Und ist es da? Hast du es? Was? Das ist mein Paul, der ist schon seit 20 Minuten zurückgefahren, weil es geklingelt hat. Das war mein Paul? Ja, es war mein Paul auf dem Wechsel. Der ist schon vor 20 Minuten mit sich schon umgedreht, weil er gemerkt hat, da liegt ein Telefon. Lol. Geil. Okay, also, mein Telefon ist wieder da. Hier ist unsere kleine Lounge. Hier ist der Kapitänssitz. Da haben wir hier eine Küche. Richtig geil. Hier vorne ist ein Schlafbereich. Hier kommt Becky rein, wenn sie fies zu mir ist. Was ist das hier? Ah, hier haben wir eine Dusche. Oh, wie cool. Und hier hinten. Oh, geil. Nochmal eine Dusche.
Krass. Ja, Hammer. Also, geil. Ich habe noch nie so ein großes Boot gesteuert. Ich hoffe, wir schaffen das. Das ist unsere Kiste, die wir bekommen haben. Rico durfte so ankreuzen, was wir brauchen. Und es gibt eine Sache, die ich echt nicht so gerne mag. Und das sind Kartoffeln. Und das weißt du auch. Und das ist das Einzige, richtig nahrhaft, was wir dabei haben. Riesiger Backbeans. Okay. Backbeans. Ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt erstmal eine Regenjacke an. Und dann wollen wir nochmal eine Runde einkaufen gehen, weil bei unserer Kiste haben wir irgendwie auch nicht bedacht, dass wir auch irgendwas trinken müssen. Ja, und auch eine längere Zeit essen müssen. Ja. Also müssen wir das nochmal ein bisschen optimieren. Die ist schon wieder richtig hart auf dem Trinken. Vielen herzlichen Dank. Entschuldigung für das Wetter. Entschuldigung. Ja, läuft, würde ich mal sagen. So. Okay, Leute, wir wollen einkaufen. Das ist die Ausbeute. Jetzt geht's aufs Schiff, oder? Da gibt's Einweisung und dann legen wir ab. Oh mein Gott. Ciao. Oh yes. Okay, Leute, machen wir ein kleines Foodhaul. Also, wir starten. 5 Liter Wasser. Das Ganze hat 70 Euro gekostet hier. Ne? Dann haben wir so Kartoffel-Wedges. Schon geil. Schon so mariniert und so. Kommt direkt in den Ofen später. Bananen für ein Frühstück. Ein Weißwein darf auf so einer Schiffsreise natürlich nicht fehlen. Dann haben wir einmal Rustica Passata. Also, so eine Tomatensauce. Wir haben einmal Happy Pillen für Becky, damit sie keine Seasickness kriegt. Genau, damit dreimal Oatly. Stuffed Mushrooms. Boah, die freut mich richtig. Zweimal Kokosnussmilch. Dann haben wir Tee. Granola. Auch mal Stuffed Mushrooms, weil die so geil sind. Eine Aubergine. Coleslaw, weil man muss auch was so klassisch irisches essen. Und das ist einfach so Mayonnaise Coleslaw. Zucchini. Champignons, Pasta, Basmati-Reis, noch Knofi, Erbsen. Warum haben wir hier Erbsen? Du hast Erbsen mit Knofi? Keine Ahnung mehr. Rotes Pesto und noch ein Abo. Wo kommen die Erbsen her? Weiß ich auch nicht. Okay, das war unser Einkauf. Das Ganze hat 70 Euro gekostet. Dann haben wir noch mal 10 Minuten so einen Sicherheitscheck bekommen, wo uns das Boot wirklich ganz genau erklärt wurde und auch wie man anlegt und wie man die Knoten macht und so. Und dann ging es auch schon los. Would you still take me for a fool if I lay? Give it all away for you, so take me. Oh, take me home. Ja, wir sind gleich bei Shannon Bridge und jetzt überlegen wir, was wir machen, weil uns wohnen hier zwei Pub-Restaurants empfohlen, die einfach schon richtig alt sind. Der eine Pub existiert schon seit 1757. Wie heftig einfach. Ja. Jetzt überlegen wir halt, zu welchem wir von den beiden gehen. Der andere existiert seit 1800, also auch richtig alt. Und ja, da wollen wir auf jeden Fall eine Kleinigkeit essen und dann den Abend verbringen. Vielleicht haben wir sogar Glück und das irgendwo ist Live-Musik, weiß ich nicht. Also, um euch mal eine kleine Orientierung zu geben. Wir haben unser Boot geliehen in einer Stadt namens Bennigar und wollen den Shannon River hoch über diesen großen See bis nach Tamanbury. Ich kann jetzt bei Google Maps nicht sagen, wie weit die Strecke auf der Wasserlinie ist. Also, es sind auf jeden Fall ein paar mehr Kilometer. Aber hier seht ihr schon mal ungefähr, wie die Entfernung ist. So, wir sind jetzt an der Shannon River angekommen. Hier wollen wir auch das erste Mal andocken. Das hört man ja gar nicht, wenn ich da rede in den Wind rein. Wo sind wir denn jetzt hier schon wieder hingeblättert worden? Der Windrill. Hier sieht man das so ein bisschen. Das ist die Brücke und hier gibt es zwei Dockingstationen. Wir suchen uns mal eine aus. Was glaubst du, wo geht's hin? Da bin ich die zweite. Okay, die hinter der Brücke. War so random, du läufst da durch die Straßen und du hast wirklich das Gefühl, du bist der einzige Mensch auf diesem Planeten. Du siehst keine Seele. Und dann öffnest du die Tür zu einem Pub. Da gehen wir rein. Okay.
noch so von so einem Typ angesprochen. Ich weiß nicht, ob dem die Bar gehört oder wer das eigentlich war, aber der hat uns auf jeden Fall den alten Teil der Bar gezeigt. You like? Yeah, how old is this one here? It's late 1700s. Wow, it's crazy. That's old. Where are you from? Germany. Germany, you're very welcome. Thank you so much. Have a good look around, take whatever photographs you want. Okay. Wow. Guys, so haben die früher gefeiert hier. So eine richtig alte Stube mit Klavier. Feuerstelle. Man riecht sogar noch richtig den Rauch. Boah. Das ist richtig krass. Alter. Richtig sporadisch. Krass, das ist alles original noch erhalten, ne? Ich stelle mir da nochmal vor, was die Leute getragen haben früher, als sie hier saßen, in welchen Gewändern sie hier gefeiert haben. Stellt sich raus, dass Frauen damals nicht öffentlich in der Bar feiern konnten. Es gab zwar so eine Hintertür, meinte der Typ von gerade, wo man sich so als Frau reinsneaken konnte, aber dass man so richtig öffentlich in eine Bar gehen durfte als Frau, kam erst viel, viel später. Hallo, es ist kalt. Es bricht die erste Nacht an hier. Becky tut so, als ob sie hier im Gefrierschrank übernachten müsste. Ich will es warm haben in der Nacht. Lass mich. Ich zeige euch mal ihre Taktik. Ja, sie hat zwei Schnuffeldecken, da haben wir sich herumgeschlungen. Ja, hier unten wahrscheinlich auch wieder. Ah ja, das ist die nächste. Das sind zwei. Ja. Eine für unten und eine für oben. Und noch eine normale Decke. Und noch ein Pullover an. Jetzt sitzt ihr in was für einer Frostbeule ich hier zusammen bin. Lass mich. Da drüben sehen wir die kleine Shannon Bridge. Richtig coolen Abend gehabt hier mit dem Pub besuchen. Wir waren in zwei verschiedenen Pubs und in dem einen wurde uns sogar noch von einem Local hier ein bisschen was zu der Pub-Tradition erzählt. Und einfach, dass der seit 1757 existiert. Und wir durften sogar die alten Räume sehen, die von damals noch nicht renoviert wurden. Also diese ursprüngliche Bar. Und es war einfach nur richtig cool. Ja, aber wie es halt überall so ist. Er hat auch gesagt, natürlich, Tradition stirbt auch hier so ein bisschen aus. Das ist natürlich mega schade, aber umso cooler ist, dass wir es noch gesehen haben. Na, du? Na, Schnuff, willst du mehr Milch oder reicht es? Ja, das heißt irgendwie so. Wie gefällt es dir hier in deiner kleinen Burg? Ja, ist süß. Hat alles, was man braucht, mehr wie alles, was man braucht. Dieses Zimmer benutzen wir ja gar nicht. Die Kammer hier. Hat sogar ein schönes Panoramafenster eigentlich. Ja, meine kleine Maus. Okay. So, wohin geht's jetzt? Nach Low McNoise. Okay, und was machen wir da? Wir schauen uns eine Ruine an. Und danach? Gehen wir Fahrrad fahren. Wo? Aber woanders. Wie ist das nochmal? Irgendwas mit. Okay, also Vergangenheitsplakate ist, glaube ich, nicht so auf dem Schirm. Ich fasse mal kurz zusammen. Also, wir schauen uns als erstes Low McNoise an. Das ist eine alte Klosterruine. Übersetzt heißt es sowas ähnliches wie Wiese der Söhne des Neus. Auf jeden Fall liegt die Geschichte des Klosters bis zum 6. Jahrhundert zurück. Also wieder ganz schön alte Geschichte hier. Ich bin sehr gespannt. Erst fest, erst hinten, ne? Erst hinten festmachen. Weil vorne kann ich immer mit diesem Thruster wieder dagegen starten. Lone McNoise war für seine Handwerkskunst bekannt. Hier wurden Bischofsstäbe, irische Kreuze hergestellt, aber auch Schriftstücke, die man jetzt in verschiedenen irischen Museen findet. Das Kloster wurde mehrere Male ausgeraubt, niedergebrannt, geplündert. Man will gar nicht wissen, was hier alles passiert ist.
Es wurde mehrere Male wieder aufgebaut, aber irgendwann dann nicht mehr. Heute kann man sich noch die Ruine anschauen und ihre letzten verborgenen Schätze. Also, ja, das ist vielleicht mal so 1,5 Stunden Fahrt. Also noch ein bisschen mehr wie gerade eben Fahrt. Dort machen wir gleich eine richtig geile Fahrradtour. Es kommt sogar der blaue Himmel raus. Also heute ist auch gar nicht, hat noch gar nicht geregnet und Wind ist auch kaum da. So kann es gerne bleiben. Ist nice, ne? Ja. Oh, es riecht schon richtig lecker. Was gibt's heute leckeres, Mutje? One-Pot-Pasta! One-Pot-Pasta! Nice! Wir sind in Athlon angekommen und hier erwartet uns auch schon die erste Challenge. Also vor uns haben wir jetzt die Schleuse. Das ist die erste Schleuse, die wir durchqueren werden. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Also wir fahren da rein, dann werden wir hochgelassen und dann müssen wir mit so Tauen, ich weiß auch das, nicht genau. Das Boot an der Schleusenwand halten. Ja, genau. Ich war genau. Nicht da sind jetzt aber gerade schon Leute drin, deswegen müssen wir jetzt warten, bis sie runtergefahren wurden. Reinfahren und dann geht's weiter. Cool. Wir sind drin. Haben wir auch festgemacht. Jetzt müssen wir hier quasi auf Strecke halten. Der steht da vorne. Erst machen wir vorne ab, dann kommst du hier nach hinten. Und dann machen wir hinten ab, okay? Okay. Hier. Alright. Dann kommen wir. Kurz hinter der Schleuse war auch ein Anleger. Da haben wir direkt mal unser Boot geparkt und haben endlich diese Fahrradtour gemacht. Leute, wir haben echt die letzten, keine Ahnung, 48 Stunden gefühlt sehr viel gesessen. Deswegen hat es so gut getan, einfach seinen Körper mal wieder ein bisschen zu bewegen. Mega schön mit so Fahrrädern an Land dann halt auch mobil zu sein. Doch dem alten Rail Trail hier folgen, also der alten Schienenzugschiene. Und fahren einfach so lange, bis wir keinen Bock mehr haben. Dann drehen wir wieder um und dann geht's später in Sean's Pub. Das ist der älteste Pub aus ganz Irland. Ich weiß jetzt gar nicht aus welchem Jahrhundert, aber auf jeden Fall noch älter wie der von gestern. Und gestern war er schon von 1757. Ich glaube, uns war beiden nicht klar, wie alt dieser Pub ist. Der wurde uns so empfohlen von wegen, ja, geht mal rein, das ist ein ganz alter Pub. Also die Sean's Bar hat einen Platz im Guinness-Buch der Rekorde und ist einfach seit 1000 Jahren in Betrieb. Seit 1000 Jahren werden da Drinks ausgeschenkt, es gibt Live-Musik. 1100, ja. Alter, das ist einfach so eine lange Zeit. So lange machen die da schon Drinks und deswegen müssen die besonders gut sein, weil sonst würde sich ein Laden nicht so lange halten. True that. Den Hintereingang oder wollen wir den Fronteingang nehmen? Den Fronteingang? Ja, der Fronteingang sieht halt schöner aus, ne? Aber der Hintereingang ist auch cool, ne? Na gut, dann der Hintereingang ist halt näher dran, ne? Ja. Reden Sie ein, Herr Brüning? Wir haben drin nicht so viel gefilmt, weil wir natürlich nicht den anderen Leuten auf den Sack gehen wollten. Aber es war auf jeden Fall eine coole Experience. Der Fußboden war so komplett schief, aber die Stimmung drin war richtig gut. Guten Morgen! Wir waren heute früh schon einkaufen. Becky muss dann den Hebel runter machen. Und jetzt geht's gleich los nach Lanesboro. Wir haben gerade hier eine kleine Arbeitssession gemacht. Ah, ich muss jetzt hier oben auf meine Kapitänskajüte gehen. So, Becky. Soll ich alleine losmachen? Kannst du alleine losmachen? Um nach Lanesboro zu kommen, mussten wir über diesen großen See. Und das war das erste Mal, wo auch Orientierung ein bisschen schwierig war. Man hatte ja die ganze Zeit diese Bojen oder Markierungen in Farben Grün und Rot, zwischen denen du dich entlanghangeln musstest. Auf dem Shannon River sind die immer super nah beieinander und du konntest sie ständig sehen. Und auf diesem riesigen See musste man echt mal ein bisschen gucken, um diese komischen Bojen irgendwo zu entdecken und nicht aus Versehen die falsche, ja, Abfahrt zu nehmen. Da gab es ja auch einige Abzweigungen und du durftest auf gar keinen Fall in der falschen landen, weil du eventuell, ja, auf Grund läufst sonst. Tatsächlich kam dann auch die Sonne raus. Wir hatten einen komplett strahlend blauen Himmel für den Rest des Tages. Und es ist einfach so krass, wenn man vorher die ganze Zeit das Land bewölkt sieht, kennenlernt und dann plötzlich die Sonne rauskommt. Es strahlt alles so, dieses Grün von den Landschaften, so schön. So
Ich glaube, das war auch so der Moment, wo wir so richtig angekommen sind auf unserem Boot. Wir haben uns schon so richtig, ja, zu Hause gefühlt. Es waren keine Punkte mehr, wo wir uns unsicher waren. Mit den Schleusen kannten wir uns aus. Das Anlegen war kein Problem mehr. Ich glaube, das war wieder so eine Herausforderung, die uns einfach bewiesen hat, dass wir zusammen funktionieren und dass wir uns so kleinen Out-of-Comfort-Zone-Situationen wirklich ohne Probleme stellen können. Wir sind schon bei unserem vierten Tag heute angekommen und jetzt geht's gleich los zum Stroke Zone Museum, National Museum. Machen wir jetzt eine kleine Fahrradtour, 10 Kilometer. Und anschließend werden wir dann wieder hier nochmal durch so einen kleinen River durchtuckern. Das soll wohl richtig spannend sein, weil das Ufer da so richtig eng ist, man da sehr krass navigieren muss, also kleine Herausforderung. Und dann werden wir wieder zurückfahren Richtung Lanesboro. Ja, das ist unsere heutige Tagesaufgabe. Gestern haben wir hier noch richtig cool in so einem Pub Fußball geguckt, es war auch richtig gute Stimmung. Danach gab es noch ein bisschen Live-Musik, dann sind wir aber zurückgegangen, weil wir echt müde waren. Ja, unsere Irlandreise neigt sich ein bisschen dem Ende. Termanbury war auf jeden Fall das nördlichste, wie wir mit unserem Boot gefahren sind, weil wir auch noch die ganze Strecke wieder zurück müssen. Ich weiß gar nicht, was ich erwartet habe von einem Boottrip. Ich meine, für uns war das eher eine Arbeitsreise. Wir wurden ja vom Tourismusservice Irland eingeladen, um Fotos und Videos von dem Land und der Aktivität zu machen. Also jetzt nicht dieses YouTube-Video, aber generell halt. Und ich dachte nur so, oh mein Gott, das ist so eine schöne Chance für uns, Reisen und Arbeiten zu verbinden. Und gleichzeitig hatte ich mega Angst, dass ich seekrank werden könnte. Hat sich herausgestellt, es war alles mega chillig. Irland war auf jeden Fall richtig schön. Ich habe noch nie ein Land gesehen mit so bunten Häusern. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht, hier mit dem Boot durch die Gegend zu reisen. Eine Sache wollten wir aber auf jeden Fall noch machen. Los, komm jetzt! Nein, ich will nicht! Jetzt mach! Oh Mann, das ist echt. Komm los! Diggi! Also, eine Arschbombe kannst du locker machen. Ich mach keinen Bock, in so Seegras reinzuspringen. Ich muss. Dann hast du eine Schwimmweste um. Ich hab nie, will da nicht rein. 3, 2, 1, Attacke! Komm hierher! Wohin? Hier! Wohin? Hier hinten! Ans Heck! Und halt! Nein! Let's go! Nein! Ja! 2, 1, Attacke! Und wie ist es? Aber nicht so schnell, du bist ja schon weg! Und ich weiß nicht, womit ihr rechnet, wenn ihr geankert habt und diesen Anker wieder rauszieht, aber wir haben nicht damit gerechnet. Die andere Sache, die wir ausprobieren wollten, Rico hat es ja vorhin schon angekündigt, wir wollen diese schmale Abzweigung hier nehmen. Jetzt, wo wir langsam ein bisschen gemütlich mit unserem Boot geworden sind, wollen wir wieder neue Herausforderungen. Hier eine Angel wäre richtig geil. Hoffen wir mal, dass hier kein Boot kommt. Ja, die sieht irgendwie nicht so hoch aus. Ja. Scheiße! Meinst du, das passt? Ja, die ist schon gelb. Das Ding oben gelassen, hat es aber nicht gepasst. Bist du dir sicher, dass das passt? Ja, ja. Das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Oh, doch. Vorsichtig mit der Kamera. Jetzt, du passt nicht mehr. Glück haben wir die abgebaut. Digga! Boah, alter Falter! Das ist so knapp! Oha! Das war richtig knapp. Junge, unser Boot hat ja diesen Windschutz.
Und hätten wir den bei der Fahrt vor dieser Brücke nicht runtergeklappt, weil das ein bisschen knapp aussah, dann wären wir da einfach gegengescheppert. Also diese weiße Vorrichtung kann man so runterklappen und das ganze Teil so zusammenfalten. Aber das war so genau, was geht. 2 Sekunden später direkt wieder der nächste Herzinfarkt. Ey, das war so aufregend gerade. Da drüben steht ja das Boot, hat einfach gestern jemand abgestellt und räumte die Schleusen nicht mehr. Deswegen konnten wir uns nicht mehr festmachen. Und er hat aber auch nirgendwo was, wo man sich am Boot festmachen kann. Und dann musste er ja die Schleuse hier, also das Wasser hier hochfahren. Und dadurch ist das ganze Wasser aus dem Kanal hier reingeströmt und hat uns voll so angefangen mitzuziehen. Und wir waren nur noch völlig in Panik, weil das Boot auf einmal anfing, hier auf diese Schleuse zuzutreiben. Oh Mann, das war so eine Action gerade. Aber wir haben es geschafft, ohne das Boot zu schrotten. Letzte Sekunde ist Becky hier nochmal an den Hebel rangekommen, hat nochmal einen Rückwärtsgang eingelegt. Und das hat uns, glaube ich, den Arsch ein bisschen gerettet. Ja, also Learning, keine kleinen Abzweigungen in großen Booten. Reicht jetzt auch erstmal mit Herausforderungen wieder. Es fing auch wieder an zu regnen und wir haben uns entschieden, für den letzten Abend unser absolutes Comfort-Food zu machen. Und zwar ein leckeres, heißes Curry. Das wärmt so richtig schön von innen. Das ist eben, wenn man ein bisschen durchgefröstelt und müde ist. Das war es tatsächlich auch schon mit unserem kleinen Bootabenteuer. Wir haben es wieder zurückgegeben und machen uns jetzt wieder auf den Weg zurück nach Deutschland. Unser Ausbauprojekt Justus ruft uns ja wieder. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir packen noch ganz viele Informationen in die Beschreibung. Aber wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Thema unsere Bootsreise, dann schreibt es einfach gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ja.